Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Stardew Valley. Bei mir stand gerade dann It's Getting Late. Jo, bei mir auch. Und wir haben eine neue Folge von Living off the Land im Fernsehen. Sascha ist natürlich auch mit dabei. Hi. There's a couple fish you can only find in winter, squid and lingcod. Squid can be caught from the ocean in the evening. Lingcod can be found in fresh water all day. Of course, there are rumors of extremely rare and unique fish that can only be found in particular seasons, but I don't have any information of them. Ich glaube echt, wenn man sich da immer mal wieder diese Informationen anhört, dann kriegt man da auch echt wichtige Sachen teilweise mit. Ja, vermutlich. Ich hatte jetzt gestern auch nochmal wieder zwei Lost Books gefunden. Heißt, vermutlich ist es auch sinnvoll, hin und wieder mal in die Bibliothek zu gehen und sich einmal die Bücher da durchzulesen. Ja, aber das ist halt echt viel, was du da auch lesen musst, gell? Das. Ja. Ich war jetzt auch noch am Überlegen, ob ich mir nicht langsam auch mal hier so ein Milk-Eimer holen sollte. Ob das nicht sinnvoll ist, aber ich bräuchte dann auch den Melker selbst dafür, oder? Oder brauche ich nur den Eimer, um zu melken? Nee, du brauchst nur den Eimer zu melken. Dann wäre das ja vielleicht sogar worth. Ja. Musst du das nicht immer machen? Wir wollen ja eh switchen. Ja, richtig, aber ich hätte ja halt dann einfach meinen Melkeimer überlassen. Ja, die 1000 Gold, meine Güte, da brauchen wir uns jetzt auch nicht wegen. Ah, die kosten nur 1000 Gold? Ich dachte, wenn ich mich jetzt gerade nicht verguckt hatte. Der kostet mehr. Den Vermögen würde ich jetzt für den Eimer auch nicht ausgeben wollen, aber. Ich dachte, der kostet so 2000 Gold rum oder sowas. Was ist der Plan für heute, Sascha? Ja, ich weiß auch nicht. Ich suche weiter Bücher. Warum darf ich das Buch nicht aufsammeln? Was ist denn jetzt Plan? Hast du jetzt die Kühe? Du hast die Kühe noch nicht gemelkt, gell? Gemolken. Nee. Noch habe ich ja keinen Eimer. Na gut, dann mache ich das noch. Komischerweise haben, glaube ich, die Kühe zumindest wieder nicht gefressen. Es waren noch 4 Heu drin. Aber sie waren trotzdem happy. Sie waren happy, okay. Ja, das ist ja das Wichtigste. Vielleicht brauchen die auch im Winter nicht jeden Tag was zu fressen. Keine Ahnung. Oh Leute, wir haben ja zwei Ziegen inzwischen. Ja. So, damit haben wir 4 Milk. Weiß nicht, ob man mit den Schreien vielleicht was machen kann, wenn man die Tiere, es gibt ja die Tiere, die das widerspiegeln, den Schreien. Die laufen ja manchmal so über das Bild hinweg. Ich weiß nicht, ob man die einfangen könnte. Irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Boah, ja, doch, ich verstehe schon, was du meinst, aber. Ob das dann irgendwas triggert oder so. Schwierig. Ich hast irgendwann das heilige Eichhörnchen gefunden. Triggert irgendwas mit dem Eichhörnchen-Schwein da. Ja, auf jeden Fall, so wird es sein, ja. Ich bin mal unterwegs nach unten. Ich will jetzt mal gucken, ob die Dame hier mit ihrem Wagen nochmal da ist. War ich eben gerade schon, weiß nicht. Ah, schade. Ja, und dann gehe ich mal in den Wald hier. Jo, das machen wir. In die Lost Woods. Okay. Ich glaube tatsächlich, ich lese mich heute mal ein bisschen in der Bibliothek ein. Mal gucken, ob ich irgendwas Interessantes rausfinde. Ja klar, mach das. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Vielleicht kann ich dir noch gleich ein Buch beisteuern. Wusstest du eigentlich, dass wir können ja später mal so eine Slime-Ranch oder sowas bauen. Ja, genau. Wusstest du, dass es Slimes in unterschiedlichen Farbvariationen gibt? Also jetzt nicht nur die Main-Farbvariation, die man halt auch immer unten in der Ding findet, sondern ich habe jetzt hier gerade eben einen gesehen, der war türkis. Ja, doch, tatsächlich schon. Habe ich auch schon unterschiedliche gesehen. Ja, weil das war jetzt hier so der erste, der mir aufgefallen wäre vielleicht. New Reward. Ist ja schön, was ist es? Ja, warte, ich muss erstmal abholen. Es ist Sloth Skeleton M. Was? Faultier Skelett in der Größe M. Ist ein Furniture. Jetzt will ich mal was probieren. Oh, goddammit. Ach, guck mal. Animals are very sensitive. They like to be pet every day and prefer to eat grass outside than dry hay.
They don't like being outside in the rain, though. Happy animals produce higher quality products. Ja. Ach du meine Güte. Also die Texte sind teilweise echt lang, gell? Also da musst. Ja, ich merk's gerade. Meinst du, wir können aus diesem komischen Holly Ding machen? Hier, wie heißt es nochmal? Ja. Gelee oder sowas? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Weil wir haben halt keine Früchte mehr, die wir nutzen können. Die haben wir halt alle immer wieder verkauft. Eigentlich hätten wir die uns wahrscheinlich für den Winter aufsparen können, weil es gibt ja keine direkten Winterfrüchte. Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch ein paar Blueberries. Die hatte ich fürs Farmen immer zurückgehalten. Fürs Minen. Dass ich mich da wieder hochfuttern kann. Ja, das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Oh shit, ich wollte noch in die Stadt gehen. Fuck, jetzt aber schnell, ey. Jetzt aber Vollgas. Komme ich hier unten überhaupt in die Stadt? Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Ne, ich muss hoch. Fuck. Oh nein! Ich habe nur noch eine Stunde Zeit. /TP. Okay, hier ist das Haus schon mal, das ist gut. Ja, ich werde es noch schaffen. Weil ich will mir halt unbedingt jetzt noch meine Pickaxe holen, dass ich halt heute vielleicht noch was machen kann. Oh Gott, ich werde es vielleicht auch nicht schaffen. Also gefühlt haben wir deutlich mehr Bücher gefunden, als ich hier lesen kann. Scheiße, ich werde es nicht schaffen. Ah, oh, come on, Alter. Jetzt habe ich meine Pickaxe. Tips on farming. Use fertilizer to improve quality, reduce workload or hasten crop growth. Fuck you. Fruit trees take a whole season to grow, but they require very little maintenance. Dir ist bewusst, dass hier oben auch noch ganz viele Bücher sind, gell? Die du lesen musst. Ah, da, okay. Secret of the Stardrop. The Secret Journey of the Prayer King, the Smash Hit Video Game. Okay, das ist witzig. Ich glaube, ich kann. Ich kann nur die Bücher lesen, die ich auch weg zurückgebracht habe. Das kann gut sein. Ja. Das ist so. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal, hier steht was Interessantes. Diamonds seem to only form at mine level 50 or greater. At level 50, approximately 1 in 500 stones will be diamond rich. After level 50, the frequency of diamond formation seems to increase by about 0.000016 per level. Geil. Brewmaster Guide. Ah, to brew. Kegs can be used to make several kinds of products if vegetables are... Ah, okay, du kannst sogar auch Vegetables reinmachen. Inside a keg produce juice. Juice takes a least amount of time to brew, blah, blah, blah. Placing hops, also hier Hopfen, in keg will produce the beloved pale ale. Und be patient with your keg, you'll know it's finished when it's perfectly still, drink, blah, 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 okay. Mystery of the Dwarves. Ich glaube, das könnte auch interessant sein. Definitiv. Ich habe gerade noch einen neuen Schatz gefunden, beziehungsweise eine Secret Note, die zu einem Schatz führt. Nice. The Dwarves call themselves Smoluanu, which translate to Sky People. Mm. An odd name for a group that lives deep underground, isn't it? Another mystery of the dwarves is the advanced technology they supposedly possess. Evidence such as this had led me, despite the
Diclue of my colleagues to propose a new theory. I believe the dwarves are the remnants of a once advanced civilization who in an interplanetary vehicle crashed on this planet long ago. Yeah. Mit dem Knowledge jetzt mit denen wieder quatschen könnten. I propose nicht, ne? That this dwarfish spaceship bore down deep underground. Oh lol, Sascha. And over time the dwarves became adept to their new underground environment. My colleagues ask why didn't they came above ground and live on the surface. Perhaps their old planet had a thicker atmosphere that protect them from stellar radiation and they simply could not survive in our sunlight. That would explain why they only surface at night to take what they need from our houses. Weißt du Bescheid, Alter? Krass, ey. Highlights from the Book of Ioba. Just saying, ne? Es ist 9 Uhr. So langsam. Ja. Solltest du dich vielleicht auf den Heimweg machen? Ja, ich habe noch 2 Bücher, die ich anklicken muss. Marriage Guide for Farmers. Nice. Na, Gott. Before you ask someone to marry you, you'll have to date them for a while. Ask some to them, mit Bouquet von Pierre. When you're ready to pop the big question, you'll need to give them a mermaid's pendant. Everyone knows what that means. It's rumored that on stormy days, the ghost of an old mariner appears in Stardew Valley, clutching just such a pendant. After the wedding ceremony, your partner will move in with you. Remember to tread your spouse well. They still like gifts even after marriage. Paid for by Pierre. Warte mal. It's rumored that on stormy days the ghost of old Mariner, Junge. Appears in Stardew Valley. Wo sollen der appearen? Wahrscheinlich am Strand, wenn es ein Mariner ist. 11 Uhr abends? Ich bin unterwegs. Okay, das heißt also, wenn es irgendwann mal wieder stürmt, bin ich am Strand, Alter. Zählt Schnee auch als Sturm? Ich glaube jetzt mal eher weniger. Sascha muss hier erstmal einen guten Schluck von seinem komischen Bananenshake gönnen. Oh, hallo, ey. Alter, Gönnung. Ich habe vorhin mal probiert, weil ich mir einfach das mal so schlecht hergeleitet habe, von wegen, dieser eine Typ, diese Statue in dem Wald, sucht doch the sweetest thing on earth oder wie auch immer das nennt, gell? Habe ich mir mal überlegt, könnte das nicht einfach diese Ding hier sein? Wie heißt es? Wie nennt sich das nochmal hier? Maple Syrup? Also, das habe ich halt jetzt probiert und das war's nicht. Wäre zu einfach. Aber es muss irgendwie ein fetter Kuchen sein oder sowas, den wir kochen können. Den wir gucken können, ey. Einfach schon, aber Maple Syrup wäre halt für mich schon irgendwo ein bisschen logisch gewesen. Oh, wir haben heute echt viel gefischt. Oh, der Winter, der dauert halt ewig. Also wir können halt echt wenig machen im Winter. Weather report, bla bla bla. Snow tomorrow. Ich habe, by the way, den Schatz gefunden, ne? Ist eine Strange Doll, ist ein Artefakt, das ich auch abgeben kann. Sehr gut. Und ich habe hier, Scroll, I'm researching the forgotten art of shadow divination. I require an item known as Void Essence. Bring it to me, and you will be rewarded. Der gute Rasmo. Das können wir ja gut machen. Ja, richtig. Die Void Essence sollten wir ja haben. So, jetzt mal ganz blöd gefragt, wie viel Heu haben wir noch? Kannst du ja gucken bei dir. Ganzen. Hä, wo sind die Essenzen? Wie viel Heu haben wir noch? 53. Ja, ansonsten müssen wir was kaufen. Ist ja nicht das Problem. Wir werden was kaufen müssen. Wir brauchen so um die 10 am Tag. Mehr als 10, glaube ich sogar. Ja, gut. Weißt du, was ich mir halt auch schon überlegt habe, ob wir einfach mal einen Huhn verkaufen sollen? Weiß ich nicht. Aber wenn dann halt nur eins, das halt voll Level ist, dass wir da viel Kohle rauskriegen, oder?
Weil die kriegen ja auch pro Ding ein bisschen mehr Kohle. Ja, aber bis jetzt brauchen wir das halt echt eigentlich noch nicht. Ich glaube, das ist nicht so smart, da hast du recht. Ah, zack, zack. Ich denke, ich würde mir dann heute tatsächlich mal so einen Eimer kaufen, dass ich die dann auch zukünftig melken kann. Ja, ja, mach das auf jeden Fall. Dann kannst du dir gleich mal deine erste Melk-Session machen, während ich zum Raspidin gehe hier und mal gucken, ob der irgendwas Cooles sagt. Auch noch einen will, ne? Ja, ja, ja. Der habe ich diese Woche schon zwei Geschenke gegeben, ne? Ja. So, dann gehe ich erstmal einmal kurz in die Bücherhalle, gebe die Strange Doll ab. Als allererstes gehe ich jetzt erstmal zum Schmied, bevor ich irgendwas anderes mache. Oh, da ist Blubbels. Blubbels, Blubbels, Blubbels. Die muss ich angeln. Als erstes, bevor ich irgendwas anderes mache. Was Süßes. Alter, du glaubst gar nicht, wie wichtig diese Blubbels sind. Da könnte richtig wichtige Sachen rausdroppen. Jo. Scheiße, was bist du für ein Fisch? Alter, bleib cool. Fisch. Ich schwör's dir. Wenn du jetzt ein Aal bist, beiß dir den Kopf ab und werf deine Innereien wieder in den See. Das ist ein Hecht. Das ist dein fucking Ernst. Wir haben eine Cutscene. Okay, es ist dunkel im Haus und... Okay. Ich weiß nicht, ob du dich im Haus von Haley auskennst. Ich bin gerade drin. Hinten drin ist doch dieser kleine Lightroom oder halt das so in ihr Foto-Ding. Ihre Dunkelkammer nennt sich es, glaube ich, im Deutschen. Ja. Und ich stehe jetzt gerade davor und sie sagt, come in, just make sure to close the door quickly behind you. Mhm. Ich bin jetzt in der Dunkelkammer. Benimm dich. Scroll, you're here. Alter, mit meiner geilen Kapitänsmütze. Ahoy, Lady. Welcome to my brand new darkroom. Achso, der war die ganze Zeit noch nicht fertig. So, what do you think? Yeah, it looks great. Oh, thanks. Ich finde, das sieht halt echt schon cool aus für ein Darkroom. Oh, der komische Wagen ist wieder da. So anyway, what do you want to do? Oh, shit. Sascha, jetzt geht's los, pass auf. Okay, ich habe offer to help decorate the darkroom. Make an excuse and leave oder try to kiss her. Ja. Ja, wir sind allein in dem Darkroom. Was werden wir da wohl machen, Leute? Wir gehen. Nein, wir... Ach, komm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass ich mir mit dem Kuss jetzt halt auch übel verkacken könnte, oder? Könnte passieren, ne? Ach komm, denn das Risiko gehe ich ein. Ausrufezeichen über ihrem Kopf. Wir kommen uns näher. Herzchen! Oh, Scroll, I've been waiting so long for you to do that. Oh, Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. One moment. Sie macht das Licht aus. Okay. Sehr romantisch, muss ich sagen. Finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Das Zehn, ich habe ein Pufferfisch. Nein! Doch. Oh! Alter, nice. Ja, gut, du hast ein Pufferfisch und ich hab. Haley geküsst. That was nice. Erstmal ein Schwert ins Gesicht. Alter. So sieht's doch aus, Leute. Okay. Das war eine sehr romantische Cutscene, möchte ich mal sagen. Oh Gott, das ist schon wieder 1:50 Uhr. Ich war gerade... Was? Ihr seid noch too young. Wer ist too young? Ja, die Ziegen sind noch zu jung. Zu jung, um Alter. Zu geben. Zu jung und young. Gib mir jetzt endlich mein Zeug wieder. Jawohl, ich habe die goldene Pickaxe. Nice. Endlich. So, dann holen wir nochmal schnell die Fische und gehen zum Community Center. Alter, das ist halt echt krass, dass...
Ich hätte eigentlich gedacht, dass jetzt die nächste Cutscene sein wird, dass wir halt dann verheiratet werden oder dass wir halt eine Hochzeit haben. Aber dass es da nochmal so eine, ist wirklich so eine romantische Cutscene gibt mit Kuss und allem drum und dran, ist halt schon echt eine coole Sache. Ja, ist doch erst am Daten, Alter. Nein, sie ist meine Freundin, Alter. Ich hab komplett alle Sterne voll. Sie ist meine Freundin. Sie wird schon als Girlfriend benannt. Na, dann nehmen wir das nicht. Oder alle anderen sind halt einfach im Minusbereich bei mir von den Herzen. Ach ja. Ja gut, ich habe jetzt meine goldene Pickaxe wieder. Ich bin zufrieden. Besonders sah es super gut aus mit meinem mit meinem geilen Kapitänsmützchen hier. So, Speciality Fish, Pufferfish, Sandfish, Ghostfish, Woodskip. Jawohl. Bundle complete. Aber komplett, komplett? Ne, der Aal fehlt noch, gell? Richtig. Die Rewards sind 5 Dish of the Sea. Toll. Ein fucking Aal, Alter. Ah. Und wenn das passiert, dann wird der Glittering Boulder removed. Das heißt, dann kommt mehr Wasser in die Stadt. Und was passiert dann? Da wird alles überflutet. Ja, hups. Das wäre halt echt ein Plot-Twist. Game over. Du hast uns ruiniert. Fände ich halt schon ein bisschen lustig. Ja. Schon sadistische Arschlöcher. Ich habe mein Ziel erreicht hier. Ich habe meine Kapitänsmütze. Weißt ja, ein echter Kapitän geht mit dem sinkenden Schiff unter. Wie weit kann ich eigentlich jetzt... ich kann jetzt 3 Felder damit hauen. Okay. Ja, holla die Waldfee, hätte ich mal gesagt, Leute. Da haben wir doch wieder einen Fortschritt gemacht hier in dem Spiel. Ich muss echt sagen, ich finde die Cutscenes hier, zumindest bei Haley, merkst du halt doch deutlich die Veränderung, muss man sagen. Am Anfang noch die, die nicht mal deinen Namen kannte, die sich über dein Outfit beschwert hat, und dann die Nette von nebenan. Hast du eigentlich die Kühe jetzt gemolken? Jojo. Gut. Wie sieht's eigentlich aus bei deiner Ding hier? Oh, ja, wie sieht's da aus? Bin immer noch auf 6 Herzchen. Du hast immer noch nicht das richtige Ding gefunden, gell? Oh fuck, ich wollte doch eigentlich zum Wizard. Ja, das ist jetzt zu spät. Ja, hast nicht so viel von bekommen. Also kriegst 1000 Gold dafür, dass du es abgibst. 1000 Gold sind 1000 Gold, Alter. Ja, habe ich meinen Eimer wieder drin gehabt. Ah, der hat 1000 Gold gekostet. Ja, ja. Ja, gut, okay. Ja, ich habe jetzt auch die goldene Pickaxe, hätte ich mal gesagt. Ja, das heißt gut. Also, wir könnten vielleicht, wenn du willst, nochmal in die Mine gehen morgen. In welche? In die normale Mine. Einfach nochmal ein bisschen farmen. Jo, das kann man wohl. Also, ich bin da jetzt mal im Bett, trinke noch einen Schluck Kaffee, dass ich morgen auch fit bin. Ah, genau, ich muss ja noch meinen geilen Sloth-Skeleton hier irgendwo abstellen. Ja, das muss ich auch noch irgendwann mal machen. Und dann gehen wir pennen. Oh, das ist die Folge auch schon wieder um meine Güte. War das meine oder deine? Meine. Gut. So, liebe Leute, vielen Dank also für diese wunderschöne Folge, dass ihr zugeschaut habt und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Türelu und guckt beim Sascha vorbei. Ciao, ciao. Tschüss.